Sammeln wir mal alle Münzen hier ein. Und dann gucken wir mal, dass wir das gebacken kriegen. Also wie gesagt, ich werde jetzt eher darauf achten, den Level normal abzuschließen und später nur mal die ganzen Minikits sammeln und den ganzen Rest. Da könnte ich jetzt, glaube ich, so rüberfliegen. Moment, jetzt sind, glaube ich, wieder die Extras deaktiviert, weil ich das Spiel neu starten musste. Nee, das lieber nicht. So. Dass ich das immer wieder deaktiviert. Also am wichtigsten ist der Powerstein-Detektor. Der war vorhin leider nicht an. Und fortsetzen. Achso, ich bin schon näher. Ich weiß nicht, ob wir es so weit rüber schaffen. Ja! Sehr nice. Und da werden wir. Die sind jetzt aktiviert, oder? Powerstein und Extras. Ja. Okay. Dann folgen wir mal dem netten Herrn hier. Wie gesagt, durch die Powersteine kriegen wir nun mal diese ganzen Extras. Gut, wir haben dem guten Mann mal die Giftspitzen da gezeigt. Denn die eine Kopfgeldjägerin, die auf Amidala angesetzt worden ist, die wurde ja durch die Spitze getötet, wie wir letzte Episode erfahren haben. Ah. Yay! Ich glaube, hier dürften wir auf jeden Fall den wahren Jedi kriegen. Nein. Weiter, weiter, weiter. Moment. Weiter. Ich kehre hier mal. Ich bin hier neu. Das macht man so, wo ich herkomme. Na, Moment. Nein, weiter, 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 weiter. Geld noch einsammeln. Ich nehme mal an, da kriegen wir irgendwas für, dass wir hier mal durchkehren. So, dann haben wir es wieder verloren. Okay. Na, der wird sich freuen. Irgend so ein fremder Typ, der mit seinen Gedanken den Besen steuert. Ist wunderschön. Ja, nice. Okay, die machen wir... Ne, die gehen nicht kaputt. Okay. So, wie gesagt, das ganze Geld wird noch eingesammelt hier. Sicher ist sicher. Boah, es draußen regnet. Okay, dann folgen wir mal dem Herrn. Hier ist es so schön ruhig, hier kann ich wenigstens ein bisschen was erzählen. Das tut mir echt immer leid, wenn ich ein bisschen ruhiger werde, aber manchmal dröhnt dann die Musik so vor sich her. Und dann kann man echt nichts sagen, während den Kämpfen besonders. Dann bin ich immer ein bisschen... Das sind mir immer die Hände gebunden. Naja, mehr oder weniger. Okay, und wir sind hier wieder... Oh. Das war ziemlich scheiße. Moment, ich probier's mal hier mit. Nein, jetzt. Die waren doch eben alle an. Mann. Ah. Oh. Okay. Oh, das wollte ich nicht. Das mache ich mal. Ach du Scheiße. Nein! Und da sehen wir die Klonkrieger. Und wir kriegen Geld. Ich wusste gar nicht, dass wir das überhaupt machen sollten. Und da sehen wir gerade die Klonfabrik, möchte ich sie mal nennen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die im Original hieß. Ich muss mir unbedingt wieder die Star Wars Filme ansehen, Leute. Es tut mir echt leid, ich bin ja ein riesen Star Wars Fan, aber es ist Ewigkeiten her. Ewigkeiten, ich sag's euch. Also, klar, ich habe noch alles im Kopf, aber so ein paar Kleinigkeiten und die sollte man schon alle paar Jahre mal wieder angucken. Besonders als Star Wars-Fan. Ganz klar. Da kommen wir erst mit einem Kopfgeldjäger durch. Jawohl. Okay, also gucken wir später nochmal vorbei. Wir dürften jetzt aber bald einen Kopfgeldjäger kriegen, wenn ich mich nicht irre. Da könnt ihr mal gespannt sein. Mit Kopfgeldjägern ist das Ganze halt schon echt
Ja, was heißt einfach, aber das ist schon echt cool mit dem Kopfgeldjäger. Das sind schon echt praktisch. So, ich sammle natürlich wieder die ganze Kohle ein. Da geht's noch irgendwo lang. Ich sehe mich hier nochmal kurz um. Ach, die kann ich. Genau. Ja, ich denke, hier dürften wir den wahren Jedi echt hinkriegen. Und es ist echt schön, dass es mal ruhiger ist. Also, ich will ja eh meine Stimme ein bisschen schonen, aber das ist sehr angenehm, weil die ganze Zeit diese opulente Musik zu hören, ist ein bisschen anstrengend. Also klar, ist natürlich cool. Es ist Star Wars Musik, aber trotzdem etwas anstrengend. Ich glaube, von der Seite kommen wir. Mache ich ja nochmal auch kaputt. Kaputt-putt machen. Ne? Kennt man ja. Frag mich, was das überhaupt darstellen soll. Sind das so die Zellen, die da drin sind? Oder von den Klonkriegern? Also wie gesagt, die ganzen Klonkrieger wurden ja hier quasi gezüchtet. Und Alter natürlich auch wesentlich schneller, dass sie kampfbereit sind. Von hier sind wir gekommen, ja, okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Dass wir ja nicht zu lange verbrauchen, die zu lange Zeit brauchen. Tut mir leid, falls ich hier mal ein bisschen länger in den Leveln rumhänge, aber ist halt schon irgendwie cool. Yay! Yay! Mann, das ist echt schlimm, dass ich die ganzen Sachen hier mal... Ich glaube, es gibt später auch ein Extra, dass man das ganze Geld automatisch einsammelt. Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Also, dass es so angezogen wird. Ich möchte dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, sowas gab's. Oder gab's? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hatte sowas gelesen. Kann mich auch irren. Wie immer. So. Okay. Dann, mach mal hin. Tada! Oh. Geht's denn hier lang? Boah. Schon irgendwie cool, wie die Kamera dann so rausfährt. Hier sind wir drin und dann... Bam. Schon cool. Also, muss man schon sagen, das ist... Da haben sich die Entwickler schon sehr viel Mühe gegeben. Da hinten ist der Powerstein. Sehr schön. Da kommen wir aber, glaube ich, nicht rein, wie es aussieht. Erst mit einem Kopfgeldjäger. Mit einem Sturmtruppen. Aha, das ist auch mal was Neues. Also, hatten wir schon in Episode 1, glaube ich. Da gab es auch ein Level. Komme ich da irgendwie durch? Nee. Gut, also müssen wir mit einem Kopfgeldjäger und einer Sturmtruppe hier zurück. Schade, sonst kriegen wir nämlich den Powerstein nicht. Durch den wir Superkräfte kriegen. Oh. Jango Fett. Und der junge Boba Fett. Okay, wir kümmern uns mal um die Typen. Oh, den wollte ich gar nicht angreifen. So. Hätten wir erledigt. Ich beklaue den natürlich erstmal. Den Typen. Ja, und da hatten wir eben Jango Fett und Boba Fett. Der... Ich, um mal euer Gedächtnis aufzufrischen, Jango Fett hat ja seine Zellen quasi für die Klonarmee bereitgestellt. Also, in dem Sinne haben sie aus Jango Fetts Zellen die ganzen Klone gemacht und Jango Fett hat dafür dann einen kleinen Sohn bekommen aus seinen Zellen, und zwar Boba Fett. Also Boba Fett ist quasi auch nur ein Klon. Was eine traurige Geschichte. Ach du Scheiße, jawohl. Jawohl. Und wir haben schon den wahren Jedi, na, geil. Sehr schön. So, da ist noch ein Minikit. Ups, das wollte ich nicht. Okay. Ich kann es immer noch nicht aufbauen, jetzt. Ja. Gut, da wir jetzt den wahren Jedi haben, werde ich mich jetzt gar nicht mehr so sehr um das Geld kümmern. Ja, Leute, es ist zu verlockend. Es ist echt zu verlockend, hier das ganze Geld zu sammeln. Kann ich irgendwie... Hm. Naja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier kann übrigens unser... Droide rein. Oh. Ach, da war eben so eine Rakete. Eine Rakete ist da eben rausgeschossen. Da ist Jango. Sind wir von hier nicht vorhin gekommen? Ah ja, okay.
Wollte es nochmal kurz abgecheckt haben. Genau. Na, da links kommen wir nicht ran, weil wir eine Sturmtruppe brauchen. Moment, ich wäre... Na, vielleicht... Ey, ich mach den Moonwalk! Wie geil das eben aussah. Also nicht so wirklich mehr Moonwalk, aber irgendwie nach vorne halt. Komm, komm. Geht hier nicht auch so? Ah, verdammt, verdammt. Nein! Na, super. Egal, wir haben ja schon einen Haufen Geld. Das Level ist auch ganz cool. Jawohl. Ich krieg dich! Scheiß Arschloch. Nein! Oh. Ich wollte mich da eigentlich nur umsehen. Na, danke. Kann ich da nochmal zurück? Ach, zum Glück. Was ist das denn hier? Meine Güte. Aha. Ah, die drehen sich immer irgendwie damit. Okay. Hä? War das jetzt die ganze Zeit offen oder ging das jetzt dadurch offen? Und wenn was habe ich gemacht? Ich verstehe es nicht. So, hier können wir nochmal die Macht spielen lassen. Oder? Hallo? Hallo, Macht. Mann, ich will nicht die ganze Zeit meinen Druiden wegschleudern. Hm. Ah. Naja, wir haben ja eh genug Geld. Okay, machen wir mal weiter. Dann machen wir das Level vielleicht mal ein bisschen schneller. Da hinten. Ich wusste doch, dass da was ist. Ich wusste es. An das Level erinnere ich mich auch noch übrigens. Nicht an jeden Teil davon, aber... Ach, schade. So kann ich ja nicht springen. Hm. Naja, gut. Wir wissen ja, wo hier die ganzen Minikits sind. Wir haben hier nämlich echt schon einen Haufen gefunden. So. Dann würde ich sagen, mein Freund. Oh Gott. Oh. Ich dachte, ich kann darüber springen. Tolle Idee. Das habe ich ja fast geschafft. Ich habe es fast geschafft, Leute. Das war doof. Weil ich jetzt meine ganze Kohle hier verliere. Dann warte ich lieber, bis das hochgesprengt hat. Okay. Sprung! I have the Jedi powers. Das war gut. So, mein Freundchen. Jetzt kriegst du eins auf deinen Mull. Das kannst du mir aber glauben. Da brauchen wir einen Schützen. Oder halt jemanden mit einem Blaster. Ja, und Django haut wieder ab. Django on Unchained. Kann ich da... Ah. Oh. Ach stimmt, da muss ja er rüber. Na super. Kann ich ja nicht mit einem Flug wechseln. So. Jetzt kann ich nämlich hier rüber und die Brücke aktivieren. Ja. Einmal hier. Sehr schön. Mir gefallen echt die Level. Ich finde die richtig cool, einfach designt. Alle ziemlich unterschiedlich und alle richtig cool. Schon echt cool. Da kann ich jetzt so einfach auch nicht hochspringen, leider. Aber wir haben ja eh schon genug Geld, von daher. Wie gesagt, also wegen den Minikits, ist halt wieder eine andere Sache. Da gucke ich halt mal. Dass wir dann erstmal diesen Minikit-Detektor kriegen und dann die ganzen Minikits holen. Ja, das ist jetzt alles eingeschaltet. Wird, glaube ich, nur deaktiviert, wenn wir das Level neu starten. Okay. Was macht er nun? Er haut natürlich wieder ab. Oh, Power-Up. Ja toll, jetzt habe ich ein Power-Up. Was soll ich denn jetzt machen? Oh Gott. Huh. Aufs Maul! Ich bin Superman! Wie geil. Achso, die kommen da immer wieder nach. Na super. So. Leck mich. Ach, mich beachten die gar nicht. Okay. Einmal hier. Einmal hier. Okay, das war's schon. Ins Gefecht. Oh. Ich finde das Geräusch schön, wenn er stirbt. Übrigens. Okay. Da kommt nur...
die dunkle Seite der Macht durch. Okay. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Django. Da ist er! So, du Arsch. Oh, jetzt geht's ab. Da ist wieder Boba. Der junge Boba Fett. Django ist eigentlich auch richtig cool. Also so als Charakter. Okay, jetzt geht's los. Oh mein Gott. Das wird ein schöner Bossfight. So. Jetzt. Okay, jetzt ist er in der Luft. Jetzt kriegen wir ihn einfach so nicht mehr. Wow! Nein! So. Ich wechsle auf ihn hier mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau ging. Irgendwie muss ich jetzt die Geschütze hier aktivieren. So. Ich aktiviere das hier auch mal, dann schießen alle. Okay. So. Das war jetzt echt super. Kriegt den irgendwie jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ja! Sehr schön. Ah, feuchtig, feuchtig. Ich wehre gerade die Schüsse ab. Ich glaube, wir müssen die irgendwie... Oh, er schießt Rakete. Nein! Und wir haben ihn erwischt. Sehr schön. Ah, aufpassen, aufpassen. Und wieder erwischt. Moment, der muss irgendwie... Jawohl. Ein Herz hat er noch.